Herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. Ja, wir sind soweit. Ich denke, wir können jetzt anfangen, zum nächsten Sonnensystem zu fliegen. Ich lade jetzt mal den Hyperantrieb auf. Ich hoffe, das geht. So. Jetzt müssten wir eigentlich... Genau. Zu wenig Treibstoff. Das ist mal wieder klar. So. Jetzt müssten wir eigentlich fliegen können zum nächsten Sonnensystem. Einmal hier. So. In die Karte. So. Ich wollte hierhin fliegen, bitte. Aha. Warp-Reaktor Tau erforderlich. So. Warp-Reaktor Tau erforderlich. Was haben wir denn? Was haben wir denn für einen? Aha, wir haben Sigma. Okay, also das heißt, da können wir erstmal noch nicht zu diesem... Moment. So. Zu diesen können wir nicht. So. Ich guck mal, ich suche mal einen, der relativ in der Nähe ist. So, was ist das? Drei Planeten, Entfernung 18 Lichtjahre, okay. So. Wie weit ist der? Oh, 113. Moment, nee. So. Unentdeckt. 44. So, nee, der ist zu weit weg. Also eigentlich wäre der hier. Ups. Nein, da wollte ich doch nicht. Moment. Da wollte ich ihn. Da wollte ich gucken. So, 18. Okay. Also eigentlich könnten wir dahin fliegen. Mal sehen, was uns da erwartet. Ganz schön hell alles. So, und... Moment, halt, stopp. Ich will jetzt nicht dagegen knallen. So. Einmal eben gucken. Wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? Wow. Was ist denn hier los? Irgendwelche Schiffe? So. Moment. Goldgrube. Wo sind wir denn jetzt hier? Wieso bin ich jetzt da, wo ich... Das verstehe ich jetzt nicht. Oder hätte ich jetzt, So. Anomaler Signal blockierender Warp. Mhm. Okay. Moment, was ist das?
So, das habe ich entdeckt. Okay. Was ist das? Hyperantrieb. Das ist unentdeckt. Ich mach mal F. So. So, ich habe jetzt einen Wegpunkt markiert. Ach, jetzt müssen wir. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt haben wir wieder keine Warp-Zelle. Ja. Dann lande ich mal eben schnell hier auf. Ups. Und auf dem ersten Planeten. Dann machen wir uns eben schnell eine Warp-Zelle. Was habe ich da gesehen? Ein abgestürztes Schiff. Einfach mal so entdeckt. Einfach mal so entdeckt. Einfach mal so. Ja. Das passiert auch nicht alle Tage, dass man einfach mal so ein Schiff findet. Ohne irgendwelche Hilfe. Einfach so. Ja. Dann gucken wir doch mal, was er so hat. Okay, bereits bekannt. Ja, das untersuchen wir auf jeden Fall. Ja, sorry Leute, dass das jetzt nicht so geklappt hat mit dem Reisen. Hey, ja. Das Cockpit wurde auf jeder freien Fläche mit den Trophäen toter Kreaturen verziert. Am Steuer sitzt ein Jäger mit Gesichtsmal. Sein Körper und sein Gesicht sind aufgeschlitzt. Der feuchte Geruch von Blut strömt mir in die Nase, als ich gegen den Brechreiz ankämpfe. Die Blackbox zeigt, dass der Pilot während des Fluges von etwas angegriffen wurde, wobei unklar ist, wovon. Ich könnte das Warnsignal aus dem Cockpit verstärken, wäre dann aber bei einem Angriff verwundbar. Ein Warnsignal senden, das Schiff nach Lebenszeichen durchsuchen. Ich würde sagen, Warnsignal senden. Ein unbekannter Wohltäter sendet mir eine Belohnung für meine Taten. Oh, Technologie herstellen, was? Neue Technologie, ui! Vertikales Startsystem, wichtige Ausrüstung zum Starten und Landen. Aber haben wir das nicht? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Haben wir das nicht schon? Egal. Gucken wir mal, was das Schiff so bietet. 28 Plätze. Okay. Wir haben 27 Plätze. Ich gucke erstmal, was mit den freien Plätzen so ist. Also, das Schiff hat 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Wir könnten eigentlich ja so ein Schiff mal reparieren, wenn wir schon hier nicht direkt verreisen können. Wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Ja, komm. Ein Platz mehr ist doch nicht schlecht eigentlich. So, also ich transferiere mal hier die ganzen Sachen. Ich hoffe, da ist nichts mehr dahinter. So.
annehmen. Okay, wir müssen reparieren. Auf jeden Fall als erstes das hier. 4 Kreditplatten, da müssen wir ja wieder Eisen haben. So, Platz haben wir genug. Eisen. Wo haben wir Eisen? Eisen? Eisen, wo bist du? Da. Da ist Eisen zum Beispiel. Ja, sorry Leute, dass es halt nicht so direkt geklappt hat mit den Reisen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da irgendwas falsch gemacht. Irgendwie ist da was schief gelaufen. Ich habe mich schon selbst so drauf gefreut, aber irgendwie, komisch halt. Aber egal, es hat sich ja ein bisschen gelohnt. So. Was? Wir haben einen Monolith gefunden. Eine Tafel. So. Wir wollten das hier reparieren. Wir benötigen dafür Kreditplatten. Genau. So. Kreditplatte 1. Kreditplatte 2. Numero 3 und 4. So. Dann haben wir das schon mal repariert. Ups. Moment. So. Dann machen wir das Schild fertig. Dreimal Kreditplatte und Iridium. Okay. Kreditplatten, kann ich noch welche herstellen? Nee, ich habe zu wenig Eisen. Moment. Zu wenig Eisen. So. Schnell in das Schiff, bevor mich der Roboter da belästigt. So. Kreditplatten bitte herstellen. 1. 2. Und 3. So. Und Iridium müssen wir haben. So, Iridium ist... Ich glaube, da haben wir Iridium, wenn ich mich nicht täusche. Haben wir das eigentlich schon alles entdeckt? Ja, tatsächlich. Ist ja auch unser erster Planet, wo wir im Prinzip gestartet sind. So... Das ärgert mich irgendwie ein bisschen, wieso das jetzt nicht direkt geklappt hat mit dem Reisen. Ja, ich reise einfach zu selten. Da fehlt mir die Übung ein bisschen. Aber wir kriegen ja eine neue Chance. Mit einem neuen Schiff, mit mehr Ladung. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen mehr Iridium mit, weil ich glaube, da sind noch ein paar Sachen, die wir mit Iridium reparieren können. Dann können wir das gut gebrauchen für die nächsten Teile. So. Okay, ich denke mal, das reicht erstmal. Wieder diese komische Hand. Oder sieht aus wie so ein Handschuh. Tierchen.
So. Jo. Schild haben wir fertig. Dann können wir das hier, Impulsantrieb. Ah, zwei Kreditplatten. Okay. Zwei. Ah, ja, genau. Kein Eisen. Wo haben wir da? Haben wir Eisen? Nehme ich mal hier noch so einen kleinen Eisenblock mit. Haben wir jetzt genug? Mal eben gucken. So. Und zwar, ja, passt. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Das ist Warp Reaktor Sigma. Wir benötigen aber Tau. Ich muss mal gucken, vielleicht können wir das sogar selber bauen. Dieses Tau. Dann können wir da hinfliegen, wo ich eigentlich hin wollte. Tamio. So, das haben wir aufgeladen. Das können wir aufladen. So, jetzt benötigen wir dynamischen Resonator mal wieder. Wir könnten eigentlich, glaube ich, ein paar Sachen hier abschalten, oder? Weil fortgeschrittene Kühlung. Die Abgangszeit der Photonenkanone wird erheblich reduziert. Vielleicht können wir ein paar Sachen einfach hier wegtun. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz auf dem Schiff. So, was ist das? Energieschild des Raumschiffs wird verstärkt. Der Energieschild des Raumschiffs wird verstärkt. Okay. Das müsste ich aber auch nochmal alles reparieren. Ich mache mal hier alles, was mit 1 ist. Zerlege ich jetzt einfach mal. So. Was ist das? Die Feuerrate der Photonkanone wird erhöht. Ja. Im Moment kämpfen wir ja sowieso fast gar nicht. Moment. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Jetzt bin ich etwas verwirrt. So, ich habe jetzt drei Sachen abgebaut hier, ne? Okay, jetzt passt's. Ja. Okay. Kann ich eigentlich was auf mein Schiff drauf tun? Ich mach mal eben Iridium auf mein Schiff. Und was könnten wir eigentlich noch in mein Schiff rein tun? Also dieses Kryzonit könnte ich eigentlich noch verkaufen. So. Das will ich auf jeden Fall noch verkaufen. Obwohl ich könnte es eigentlich noch in mein Schiff tun. So. Einen Platz hätten wir noch. Was könnten wir denn da noch reintun? Eisen? Nee. Oder? Ja, doch, Eisen. Könnten wir noch Eisen reintun. Für zur Sicherheit. Okay, dann haben wir das schon mal. Bisschen sortieren.
Mein Gott, ey, so viele Sachen, die ich nicht nutze. Achso, ja. War ein Versuch wert. Bisschen hier. Ein paar Sachen sortieren. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier mit diesem ganzen Lemmium und Krolium, Granit, Magmox. Ich weiß gar nicht, was man damit alles anstellen kann. Ehrlich gesagt. So. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen Ordnung. So. Wow, jetzt haben wir ganz schön viel Platz. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen mal dynamischen Resonator zu finden. Nicht dieser Planet. Okay. Ich dachte schon, der wäre irgendwie auf dieser Insel da in der Luft. Wo ist unser Schiff? Ach. Fast übersehen. So, mal gucken, wie das Schätzchen hier fliegt. Okay, das funktioniert schon mal. Ich möchte... Genau. Was ist das? Eisen. Okay. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Was? Feindlicher... Oh, oh, oh. Feindlicher... Was? Subraum-Scan hat wertvolle Fracht gefunden. Was? Wo? Wo sind die denn? Da. Ich glaube, da kommen die jetzt, oder? Wow! Wow, 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 wow! Da sind aber eine Menge Schiffe. Leute, ich hau ab. Ich flieg mal zum Planeten schnell. Wow. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh Mist. Oh Mist. Mist, 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 Mist. Mist. Schnell. Wow. Also das sind eindeutig zu viele. Das sind eindeutig zu viele. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich glaube, es ist vorbei, Leute. Es ist vorbei. Ja. So schnell kann es passieren. Jetzt haben wir alles verloren. Okay, das habe ich behalten. Aber alles, was auch auf dem Schiff war, ist verloren. Ach, Mann, 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 Mann. Also das war ganz schön heftig jetzt. Hallo, Kollege. Was kann ich denn hier so mit dir machen? Treibstoff, aha.
Treffen Brüder ehrenhaft Krieg. Tod, Tod. Mhm. Hilfe verweigern. Treibstoff geben. 50 Plutonium. Moment. Ich kaufe mal eben 50 Plutonium. So, Plutonium. Oh, genau 50 Plutonium haben wir hier zu kaufen. So. Ich mach das mal eben. Boah, das war aber ein Kampf vorhin. Also ich hatte 0 Chancen. 0. So, ich gebe dir mal Plutonium. Der Krieger kläfft vor Freude. Er bedankt sich mit einem Geschenk. Neue Technologie entdeckt. Bietet erhöhten Schutz gegen Schaden durch toxischen Regen. Cool. Ja, Kohlenstoff. Kohlenstoff. Hä? Achso, das habe ich wahrscheinlich schon geplündert. Okay. Achso, Moment. Ich wollte... Wenn wir schon hier sind, wollte ich nochmal diesen dynamischen, wie heißt der, dynamischen Resonator, genau, den wollte ich mal eben kaufen, so. Jetzt müssen wir gucken, wo wir gestorben sind, damit wir unsere Sachen wieder bekommen. So sieht unser Schiff momentan aus. Ja, so ein ähnliches hatten wir ja schon mal. Boah, ich hoffe, die greifen jetzt nicht nochmal an. Diese Piraten. Da, da ist unser verlorenes Gut. Gut, dass wir das wieder zurückholen können. Das wäre jetzt nämlich ziemlich ärgerlich gewesen. Also, boah, also ich hatte wirklich keine Chance gegen die. Ich konnte auch nicht abhauen. Also, die haben mich wirklich ganz schön abgezockt. Also das war wirklich eine Herausforderung. Und dann, was mache ich natürlich? Vorher baue ich meine Upgrades vom Schiff ab, zerlege sie und ja, dann kommt die Rechnung direkt. Man wird direkt abgeschlachtet. Mal gucken. Jetzt müssen wir eigentlich gleich die Sachen wieder bekommen. So. Wiederherstellung des verlorenen Inventars. Okay, wir haben jetzt alles wieder. Jetzt könnten wir das hier, den Hyperantrieb, können wir wieder reparieren. So. Was ist das? Ah. Phasenstrahler können wir reparieren. Warp-Reaktor. Ja, da brauchen wir wieder dynamischen Resonator. Also das war echt ein Kampf. Das war ein Kampf. Boah, ich hoffe, jetzt kommt wieder nicht was Neues. Ach, Mann, Mann, Mann. Huiuiui, war das heftig vorhin. Ich glaube, das waren, wenn ich mich nicht täusche, 6 oder sogar vielleicht mehr Kampfschiffe. So Jäger, kleine Jäger. Boah. Aber... Das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich.
Ja, Leute, es ist ganz anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe für diese Folge. Aber ich hoffe trotzdem, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ja, wir konnten ein bisschen kämpfen oder wir haben wenigstens versucht zu kämpfen. Und ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall versuchen, wieder in ein neues Sonnensystem zu reisen. Und ja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.